Hi Leute, ich bin Philipp und heute zeige ich euch 5 Küchenutensilien, die ich in letzter Zeit wirklich oft benutze. Lange habe ich überlegt, was eigentlich meine Lieblingsküchenutensilien sind, bin aber nie auf eine definitive Antwort gekommen. Genau wie beim Essen ist es bei mir oft so, dass ich manche Sachen mal öfters und mal nicht so oft mache. Und deshalb stelle ich euch in diesem Video die 5 Sachen vor, die ich wirklich die letzten paar Tage, Wochen sehr oft benutzt habe. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft auch noch mehr solcher Videos. Aber genug geredet, jetzt fangen wir direkt mal an. Als erstes haben wir hier ganz basic eine Löffelablage. Die hier ist von Amazon, gibt es im Zweierpack, kostet nicht viel, ich glaube 10 Euro oder so. Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, was soll ich sagen, es ist eine Löffelablage. Ich mache beim Kochen wirklich viel dreckiges Geschirr und damit sich das Ganze aber auch auf meiner Arbeitsplatte etwas im Rahmen hält, kommen die hier natürlich gerade recht. Wenn ich fertig bin, ab in die Geschirrspüler damit und fertig. Als nächstes wäre das eine Winkelpalette. Die hier ist recht klein, hat einen Silikongriff, rutscht also nicht aus der Hand und wie man sieht, die ist sehr flexibel. Im letzten Video zur Räucherpistole habt ihr sie vielleicht auch schon gesehen. Ich benutze sie hauptsächlich dann, wenn ich Dinge in der Pfanne wenden muss oder einfach, um ein bisschen näher an das ganze Geschehen ranzukommen. So habe ich einfach etwas mehr Kontrolle beim Kochen. Auch wieder hierzu und zu den restlichen Küchenutensilien packe ich euch einen Link in die Beschreibung. Als nächstes kommen wir zu einer Edelstahlpinzette hier. Die ist so circa, ja, 30 cm lang. Auch die kam in meinem letzten Video vor. Ich benutze sie häufig, um Sachen in der Pfanne zu wenden. Egal ob groß oder klein, sei das ein Steak, ganz fein geschnittener Knoblauch, den ich leicht anbraten möchte, aber auch einfach mal, um kurz in den Nudeltopf reinzugreifen, um eine Nudel zu probieren, ohne mir dabei die Finger zu verbrennen. Weil wir kennen das alle, ihr habt einen Kochlöffel und die Nudeln rutschen euch immer wieder runter. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb Pinzette. Als viertes und etwas, das eigentlich, finde ich, in keiner Küche fehlen sollte, die Microplane. Das ist einfach eine kleine Reibe, die verschiedenste Gewürze und Zutaten ganz einfach fein reiben kann. Von Muskat über Käse wie Parmesan oder Pecorino, über Ingwer, Knoblauch oder auch Früchte, Zitrone, Orange, Apfel, egal was. Damit ist es wirklich ein Kinderspiel. Außerdem ist sie extrem leicht zu reinigen und lange scharf, was sie für mich zum perfekten Begleiter fürs tägliche Kochen gemacht hat. Als fünftes und letztes wäre das dann diese Aluminiumpfanne hier. Aluminium als Pfannenmaterial klingt erstmal ungewöhnlich, diese werden aber vor allem in der italienischen Gastro sehr häufig benutzt. Der Vorteil von Aluminium ist, es ist super leicht und damit lassen sich perfekt zum Beispiel Pastagerichte in der Pfanne schwenken. Außerdem ist es zusammen mit Kupfer eins der wärmeleitfähigsten Materialien, die wir als Gesellschaft so benutzen und daher lässt sich damit auch perfekt die Temperatur während des Kochens kontrollieren. Einziger Nachteil von Aluminiumpfannen, sie funktionieren nicht auf Induktion. Klar, es gibt auch welche, die haben hier einen auflaminierten Edelstahlboden. Diese hier hat es nicht. Denkt einfach dran, wenn ihr euch auch sowas zulegen wollt. Und um euch jetzt zu zeigen, wie ich diese Sachen auch wirklich benutze, nehme ich euch mit rüber in meine Küche, wo wir dann auch mal was damit kochen. Um euch meine Küchenutensilien jetzt auch in Aktion zu zeigen, gibt es heute bei mir Spaghetti mit Bärlauchpesto. Dafür habe ich zuerst mal hier Bärlauch gewaschen und unten die Stiele abgeschnitten, da die sonst vielleicht eine schlechte Textur im Pesto ergeben. Dann als nächstes brauchen wir fürs Pesto natürlich auch Pinienkerne. Die werde ich in der Alupfanne dann erstmal ein bisschen anrösten, damit sie schön braun werden und Aroma entwickeln. Dazu kommt dann noch etwas Knoblauch und ein bisschen Abrieb von einer Zitrone. Und für so ein simples Gericht dürfen natürlich auch die richtigen Nudeln nicht fehlen. Das hier sind Spaghettoni, die sind dicker als normale Spaghetti und haben einfach eine bessere Textur. Und natürlich auch ein bisschen Parmesan und Pecorino, um den Geschmack einfach ein bisschen abzurunden. Jetzt würde ich sagen, legen wir einfach mal los und als allererstes bereiten wir noch die einzelnen Zutaten etwas vor. Fangen wir erstmal mit dem Käse an. Dafür nehme ich jetzt die Microplane und reibe den erstmal in die Schale hier wieder rein, damit, wenn es später Zeit ist, den Käse in die Pastasauce mit einzuarbeiten, das alles einfach schneller geht. Ganz easy und ihr seht, das geht richtig, richtig schnell. Durch das, dass die Microplane so scharf ist und auch so eine große Reibefläche hat,
lässt sich das alles ganz einfach und bequem hier in die Schüssel reinreiben. Klar, ein bisschen was geht daneben, das ist aber mein Fehler. Wenn was übrig bleibt, das könnt ihr euch natürlich gönnen. Und jetzt zum Schluss noch der Pecorino. Der hat ein bisschen einen schärferen Geschmack als der Parmesan. Das schmeckt einfach, ja, würziger würde ich es jetzt mal beschreiben. Und gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen noch den Kick. Weil, machen wir uns nichts vor, Nudelgerichte mit einfach nur Parmesan haben wir alle schon genug gegessen. Deshalb holt euch auch mal noch ein Pecorino. Ach, hier wieder das letzte Stück. Ist für euch. Käse ist fertig gerieben, ihr seht, da hängt nicht viel unten dran. Wenn ich hier ein bisschen klopfe, gehe noch ein bisschen mehr weg und den Rest machen wir einfach unterm Waschbecken sauber. Schneidbrett zwischendurch auch immer sauber machen, nicht vergessen. Weiter geht's mit dem Knoblauch. Der kommt ins Pesto, das heißt, mit dem muss ich eigentlich nicht viel machen, außer ein bisschen klein schneiden, weil den Rest erledigt dann der Stabmixer. Ihr seht, das ist jetzt wirklich keine große Kunst. Alles klar. Wenn ihr einfach keine Schüssel parat habt momentan, die Löffelablage funktioniert auch gut, um da einfach mal ein paar Zutaten zwischen zu parken. So, jetzt als nächstes haben wir hier den Bärlauch. Den werde ich einfach auch relativ fein erstmal vorhacken, bevor wir ihn dann in einem Becher zusammen mit dem Knoblauch und den Pinienkernen, die ich noch rösten werde, pürieren. Das riecht einfach so lecker. So, ich denke, das ist gut genug. Der kommt wieder zurück in die Schüssel. So, Bärlauch soweit vorbereitet. Als nächstes kommen die Pinienkerne dran. Das Schneidbrett brauchen wir jetzt nicht mehr, das kommt deswegen jetzt erstmal weg. So, um die Pinienkerne zu rösten, wie gesagt, erstmal eine trockene Pfanne geben. Die Alupfanne funktioniert nicht auf Induktion, deshalb muss natürlich ein kleiner Gaskocher her. Ist ganz praktisch, so bin ich auch nicht an den Herd gebunden. Anschalten, die Hitze ein bisschen reduzieren, Pfanne drauf. Dadurch, dass es Alu ist, geht es ja wie gesagt super schnell. Pinienkerne rein und dann nehmen wir dafür die Winkelpalette, mit der können wir die Pinienkerne ein bisschen rumrühren. Das funktioniert ganz gut. So, die Winkelpalette funktioniert einwandfrei, aber die Pfanne, die ich jetzt hier habe, das ist eine Pastapfanne. Deshalb lässt sich damit gut auch die Pinienkerne schwenken einfach. Hat einen hohen Rand. Und weiter geht's. Ihr dürft nur nicht aufhören, die Pinienkerne zu bewegen, sonst werden sie direkt zu dunkel und verbrennen euch dann. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das sieht ganz gut aus soweit. Herd machen wir wieder aus. So sehen sie aus. Ich denke, der Röstgrad ist echt gut. So. Die Pfanne machen wir jetzt nicht sauber. Da steckt noch ein Haufen Aroma drin von den Pinienkernen, die wir gerade geröstet haben. Und das wollen wir natürlich später auch in unserem Essen haben. Also, Pfanne zur Seite. Nächster Step. Dafür habe ich hier den Becher meines Stabmixers und in dem werden wir jetzt erstmal die einzelnen Zutaten zusammenbringen und dann versuchen, sie zu einem Pesto zusammenzumischen. Also, eine gute Portion Bärlauch rein. Der hat jetzt noch ziemlich viel Volumen, aber das geht natürlich jetzt auch ordentlich verloren, wenn wir das Ganze pürieren. Ich werde mir ein bisschen was davon aufheben, um das vielleicht auch ein bisschen zu garnieren zum Schluss noch. Ich denke, das hier sollte fürs Finish reichen. Als nächstes den Knoblauch dazu. Die Pinienkerne, die wir gerade geröstet haben. Gefolgt von schwarzem Pfeffer. Der bringt dann später, wenn er in der Pfanne erhitzt wird, auch nochmal ein richtig tolles Aroma mit dazu. Können wir schon ordentlich was reinmachen. Gefolgt von grobem Meersalz. Grob, weil die dickeren Brocken werden uns dabei helfen, die Bärlauchblätter besser klein zu bekommen beim Pürieren. Später haben wir noch ein bisschen Pastawasser. Das ist natürlich auch noch salzig und der Käse auch. Also übertreiben wir es mal nicht gleich.
Und natürlich darf für ein gutes Pesto auch nicht das Olivenöl fehlen. Deshalb erstmal ein ordentlicher Schluck Olivenöl dazu. Jawohl. Und jetzt mit dem Pürierstab schauen wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Natürlich wollen wir das Ganze auch nicht zu fein mahlen, sonst haben wir nur noch einen Brei und die Textur geht komplett verloren. Deshalb schaut zwischendurch immer mal wieder rein, macht euren Pürierstab sauber, Pinienkerne-Lagen jetzt bei mir hier oben drauf. Einmal die Seiten vom Becher ein bisschen runter machen, dafür ist die Winkelpalette hier natürlich auch perfekt. Und dann gehen wir noch einmal rein. Und jetzt würde ich sagen, sieht das Ganze echt gut aus. Das ist mein Pesto, richtig schön grün. Probieren wir das Ganze auch mal. Ja, perfekt. Jetzt zum Schluss, um dem Ganzen auch noch ein bisschen so eine Grundsäure beizufügen, habe ich hier noch meine Zitrone, Microplane wieder. Dafür einfach ein bisschen Zitronenabrieb noch mit reinbringen. Der ist nicht direkt so sauer und bringt ein bisschen mehr Komplexität als einfach nur eine ausgepresste Zitrone. So, ich denke, das ist genug. Das ist einmal hier um die Zitrone außen rum geschält. Und ein paar Chiliflocken können auch nicht schaden. Einmal rumrühren. Fertig. Perfekt. So. Die Nudeln sind jetzt fertig gekocht. Ich habe mir hier noch ein bisschen Pastawasser aufgehoben. Und jetzt werden wir das Ganze auch mal zu Ende bringen. Dafür meine Pastapfanne auf mittelhohe Hitze. Und direkt, bevor die Pinienkernreste noch mehr verbrennen, mal eine gute Portion Pesto. Und sobald die anfängt zu braten, man hört es jetzt schon, naja, kommen direkt die Nudeln dazu. Dafür nehmen wir die Pinzette, Pasta rein, gut. Und jetzt können wir mit der Pinzette gut die Pasta einmal rumrühren. Lassen wir das Ganze mal kurz warm werden. Sieht doch ganz gut aus. Als nächstes drehen wir die Hitze ein bisschen runter. Bisschen Parmesan und Pecorino oben drüber. Gefolgt von ein bisschen Pastawasser. Jetzt mit der Pinzette einmal gut rumrühren, damit auch eine gute Emulsion entstehen kann und der Käse anfangen kann, langsam und leicht zu schmelzen. Nebenher werde ich hier mal vor der anderen Kamera ein bisschen Platz machen. Und einen Teller herholen, den wir gleich auch brauchen werden. So, Pfanne wird warm. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ups. Das sollte ich noch ein bisschen üben. Herd aus. Und jetzt, absoluter Lifehack, um das Ganze zu servieren, nehmt ihr dazu noch eine Suppenkelle und die Pinzette. Nehmt eine gute Portion in die Pinzette rein und dreht das Ganze in eurer Suppenkelle auf. So, und dann ab damit in den Teller. Schön vorsichtig. Jawohl, perfekt. Und schon habt ihr eine perfekte kleine Portion. Darüber kommen jetzt noch ein paar Bärlauchblätter, kleines bisschen Parmesan. Perfekt. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns drüben am Esstisch und probieren das Ganze auch mal. Okay, guten Appetit.
Boah, das riecht richtig lecker. Mega gut. Die Spaghettoni sind richtig al dente. Die Textur ist der Hammer. Und das Pesto, so einfach wie es auch ist, das ist einfach immer, immer wieder richtig gut. Sollte ich eigentlich echt öfters machen. Zitrone kommt auch ein bisschen durch, Chiliflocken, Salz ist genau richtig. Es war gut, dass ich nicht zu viel reingemacht habe in das Pesto selbst. Ja, probiert es zu Hause aus. Das Rezept ist so einfach, aber es schmeckt einfach so unfassbar gut. Ich esse erst kurz fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Das waren sie jetzt also, meine momentan meistbenutztesten Küchenutensilien. Vielleicht fandet ihr das ein oder andere davon interessant und habt selber Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Denkt dran, ich habe euch alle Sachen in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was eigentlich eure Lieblingsküchenutensilien sind. Seien das eure All-Time-Favorites oder welche, die ihr jetzt gerade erst frisch für euch entdeckt habt. Immer her damit. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und vielleicht sogar ein Abo freuen. Ansonsten mache ich wie immer jetzt meine Küche sauber und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!